Gestern war die Weltpremiere von dem Dokumentarfilm Der zweite Anschlag, der die Perspektiven von den Opfern von rechtsextremistischen Anschlägen in Deutschland widerspiegelt und auch gerade das Versagen von den Behörden und die Widerspiegelung in den Medien thematisiert. Neben mir stehen die Regisseurin Marla Reinhardt und der Kameramann, ne? Patrick Lohse. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Warum war es so wichtig für Sie, diesen Film zu drehen? Also ich würde sagen, dass es quasi einfach das Thema Rassismus und rechte Gewalt, es sollte sowieso für alle ein wichtiges Thema sein. Wir haben dann uns angeschaut, was gibt es eigentlich dazu? Und im Endeffekt haben wir feststellen müssen, dass quasi es gibt viel Berichterstattung auch. Also es gibt ja viel, was in den Medien geschrieben wird über Rassismus, über rechte Gewalttaten. Und trotzdem herrscht aber irgendwie in der Gesellschaft eine Stille dazu. Also es gibt quasi diese Lücke zwischen, was wird dazu berichtet und wie wird eigentlich darüber gesprochen unter Freunden, in der Familie. Und da haben wir quasi gesagt, okay, da wollen wir reingehen in diese Lücke und haben uns angeschaut, was haben eigentlich die Menschen zu sagen, die von diesen Gewalttaten, von Rassismus betroffen sind. Sie haben ja viel mit Betroffenen und Opfern auch geredet. Gab es da am Anfang Hemmungen, vor der Kamera zu sprechen? Also es war tatsächlich so, dass wir natürlich schon gerne mit bestimmten Leuten sprechen wollten, letztlich die Entscheidung zu sprechen, aber ja bei den Leuten lag, also es waren immer Menschen, die auch sprechen wollten und deswegen hatte ich nicht das Gefühl, dass es da tatsächlich jetzt so Hemmungen gab. Die meisten, würde ich sagen, hatten auch schon eine gewisse Erfahrung, vor der Kamera zu sprechen, in Interviews, vor allem zum Beispiel Mai Fung, die schon sehr viele Interviews gegeben hat. Ich habe den Film ja gestern gesehen, ich sage es offen, ich habe angefangen zu weinen. Die Bilder und die Erzählungen waren so berührend. Aber als ich dann rausgegangen bin, habe ich mich gefragt, was möchten gerade die Betroffenen, die Opfer von diesen Anschlägen jetzt, dass passiert? Weil sie haben ja darüber gesprochen, was alles nicht passiert ist. Und was erwarten sie jetzt? Was wünschen sie sich? Also ich würde sagen, dass es darauf jetzt auch keine einzige Antwort gibt oder auch keine Antwort, die jetzt quasi alle Bedürfnisse der Betroffenen abdeckt. Aber ich glaube schon allein das, dass quasi Nachdenken darüber stattfindet, dass du gestern rausgegangen bist und dann im Nachhinein noch darüber nachgedacht hast, dass es dir im Kopf geblieben ist und dass einfach quasi das, was sie zu sagen haben, bei dir angekommen ist. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Herr Lohse, gab es Momente, wo Sie hinter der Kamera standen, wo es wirklich eine Herausforderung war, weiter zu filmen, weil es so emotional wurde? Ja, sicherlich. Also bei dem Interview mit Osman war es sehr, sehr schwierig, weil es einfach so, es gab diesen sehr intensiven Kontrast. Er hat so eine Erscheinung, er ist einfach ein großer Mann und man merkt dann im Interview, das glaube ich kommt auch im Film ganz gut durch, wie sich das immer weiter aufbaut, dass er so diese Trauer sich so sichtbar wird. Und das war natürlich auch für uns hinter der Kamera irgendwie, wir haben das natürlich vielleicht sogar noch mehr gemerkt. Er hat ja dann letztlich darum gebeten, eine Pause zu machen und das war natürlich auch eine Pause für uns. Haben Sie mit den Protagonisten darüber gesprochen, dass ja bei vielen Anschlägen die Bilder der Täter ist? Es ist nicht klar, wer das war teilweise. Haben Sie darüber gesprochen, wie Sie sich fühlen würden, wenn jetzt wirklich die Täter benannt werden, wenn sie verurteilt werden? Wie würde es Ihnen dann gehen? Also in einigen Fällen ist das ja passiert. Also jetzt beispielsweise beim Brandanschlag von Mölln, die Täter waren klar benannt, die sind auch erstmal ins Gefängnis gegangen. Aber ich glaube schon, dass es also zumindest für die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, eine große Wirkung hat, wenn quasi ihre Geschichte zu sehen ist und auch vor Gericht, ne? Also dass es dann eine Verurteilung gibt, das ja. Hat auf jeden Fall eine Wirkung. Und ich glaube, genau deswegen ist es für viele Angehörige der NSU-Mordopfer so unaushaltbar, dass eben in diesem NSU-Prozess, der 5 Jahre ging, dass dort nicht geguckt wurde, wer war eigentlich noch daran beteiligt. Der Film wird ja im Rahmen des Festivals auch vor Schulklassen gespielt.
War das auch ein Ziel, mit gerade das Thema Rassismus, Extremismus in die Bildung zu tragen, dass darüber aufgeklärt wird? Auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr froh, dass der Film so gut angekommen ist bei den Schulklassen. Also uns wurde auch gesagt, dass es wirklich sehr schnell ging, dass die Plätze ausgebucht waren. Das finde ich total ermutigend auch. Also dass es so ein Interesse bei jungen Menschen gibt für diese Themen, die ja erstmal jetzt nicht so verlockend sind, sich damit zu beschäftigen. Aber dass es da auch so eine Offenheit zu Diskussionen gibt, deswegen finde ich das super. Und ich hoffe auch, dass wir quasi über das Festival hinaus die Möglichkeit haben, da noch viel in Schulen mitzugehen. Dann vielen, vielen Dank für das Interview. Das waren sehr ehrliche Antworten teilweise auch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Immer gerne.